So, hallo, hier ist wieder René von Übel leicht gemacht, heute mit einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Gold. Ich merke immer wieder, dass ich das Thema Immobilien und Gold regelmäßig mische, einfach mit dem Hintergrund, weil Gold für mich im Sinne der Wertehaltung analog wichtig ist, wie das Thema Immobilien und dadurch natürlich Gold, Silber für mich durchaus im Sinne der Wertspeicherung von dem einen oder anderen, ich sage jetzt mal angesparten, natürlich ein unwahrscheinlich wichtiger Bestandteil ist und dadurch natürlich auch ich die Meinung in mir trage, neben Immobilien, die zur Wertsteigerung beziehungsweise auch zum Vermögensaufbau notwendig sind, durchaus auch das Thema Gold und Silber mit dazu gehört. Und mein letztes Video zum Thema Gold war jetzt zumindest mal für meinen kleinen Kanal auf jeden Fall das beste Video, was ich jetzt jemals gemacht habe. Hat jetzt zwischenzeitlich über 3600 Aufrufe schon erhalten, was natürlich unter dem Aspekt für mich als kleiner Kanal natürlich total super ist, was mich total freut. Und deswegen will ich natürlich das Thema Gold, Silber als Beimischung im Kanal natürlich beibehalten und natürlich immer wieder meine aktuellen Sichtweisen dazu zumindest mal mit euch teilen und natürlich freue ich mich auf euer Abo und natürlich euer Feedback, weil das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, weil ich habe auf das Video natürlich durchaus total positive Feedbacks erhalten, unter anderem auch ganz klar den Hinweis, dass natürlich viele von euch damit rechnen, dass sich Silber sogar noch besser entwickeln wird wie Gold. Ich glaube, das hat ganz viel validen Hintergrund, deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, ich werde vielleicht mal so ein Stück weit stärker sogar auch noch mit auf Silber schauen, beziehungsweise immer mal wieder auch eine Meinung beziehungsweise einen Kommentar zu Silber dazugeben. Ich selber, wie gesagt, unter dem Synonym Gold verbirgt sich für mich logischerweise auch andere Edelmetalle. Ich selber habe durchaus auch Silber neben Gold, also dementsprechend ist das ein ganz valider Hinweis gewesen. Ich habe es bisher nur, weil es vielleicht nicht ganz so populär war, eher vielleicht als Nebenthema achtet, aber definitiv sehe ich das natürlich genauso wie ihr. Speziell natürlich mit dem Hintergrund, weil natürlich Silber einen großen, ich sag mal, industriellen Nutzen natürlich auch noch mitbietet, sodass natürlich, sag mal, neben der reinen Wertspeicherung natürlich durchaus das Thema der industriellen Nutzung und der Verarbeitung von Silber unwahrscheinlich relevant ist und dadurch natürlich neben Großbanken, Zentralbanken, Privatanlegern, auch die Industrie natürlich unwahrscheinlich stark im Bereich Silbereinkauf unterwegs ist. Und man sieht es gerade speziell die letzten Tage, wo natürlich Silber bei über, glaube ich, 26,70 Euro pro Unze lag, wo natürlich ein gigantischer Anstieg ist in der Form. Gleichzeitig natürlich immer für uns so ein bisschen als Privatanleger die Fragestellung natürlich, in welchen Werten möchte ich da was anlegen beziehungsweise vielleicht auch kaufen. Und da kommt natürlich so ein Stück weit von Silber so ein bisschen das Problem auch zum Tragen, dass wenn ich jetzt einfach mal mathematische Größe, wenn ich jetzt 100.000 Euro in Gold anlegen möchte, dann rede ich halt physisch über ungefähr 1,5 Kilo Gold. Also rein jetzt mal, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, lagerbar in irgendeinem Depot bei einer Bank, zu Hause im Keller, wo immer ihr euer Wert aufbewahrt, sage ich jetzt mal. Wenn ich natürlich das gleiche jetzt mal mathematisch für Silber mache, dann bin ich halt mal ganz schnell bei 120, 125 Kilo. Und das, sage ich jetzt mal, übersteigt natürlich in der Logik zumindest mal von einem normalen privaten Haushalt irgendwelche Speicher-Lagerkapazitäten. Beziehungsweise wenn man das in Richtung Bank, Depot, Tresor oder sowas bringt, ist das natürlich einfach eine ganz andere Größenordnung. Und dementsprechend, glaube ich, macht dieser Mix Gold-Silber durchaus Sinn und auf jeden Fall auch Silber mit dabei zu haben. Wie gesagt, für mich ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wo will man das in der Form denn überhaupt unterbringen, in der Form, wenn es das Beispiel mal darum gehen würde, sagen wir mal ein ganz großes Schreckensszenario bauen. Man hat irgendeine Kriegssituation oder müsste irgendwo vielleicht in ein anderes Land flüchten oder wo immer hin, dann lassen sich halt, ich sage es mal, im besten Fall, wenn man jetzt 300, 400, 500 Gramm Gold hat, das lässt sich halt irgendwo tragen und verstecken und durchaus einfach transportieren. Das fällt natürlich bei der, ich sage es mal, 80-fachung vom Gewichts- und ich sage mal Volumen von Silber natürlich dann einfach schlichtweg weg, weil das ist was man eigentlich immer nur hinter sich lassen kann. Also daher glaube ich, im Sinne der Wertentwicklung Silber total spannend, sitze ich selber durchaus mit drauf, im Sinne von aber der Relation
durch diesen Pi mal Daumen Faktor von 80 beim Gewicht ist natürlich hier eine gewisse Grenze geboten, was da machbar ist und was da nicht machbar ist. Was ich als spannendes Thema auch nochmal habe, neben dem Impuls aufzunehmen, dass natürlich Silber total relevant ist, dass natürlich mehrere, ich sag mal, andere YouTuber oder Propheten natürlich, gerade was das Thema Gold betrifft, gerade in so zwei verschiedene Richtungen und Tendenzen gehen. Da gibt es die eine Tendenz, die sagen, ja, wir sind bald bei 100.000 Euro, 10.000 Euro pro Unze total schnell greifbar in der Thematik. Und auf der anderen Seite gibt es den YouTuber, ich sage es mal, Anteil oder die Crash-Propheten, die sagen, ja, Gold ist bald wieder bei 1.500 Dollar pro Unze und vom Prinzip her gerade wieder solche Krisenszenarien, ich sage jetzt mal auch beim Gold- und Silberpreis auf jeden Fall prognostizieren. Und da ist dann immer wieder die Herausforderung, ja, was glaubt man denn selber, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich jetzt einfach mal, ich bin immer wieder ein Fan, ab und zu mal in diesen Pro Aurum Report reinzugucken und logischerweise sich eigene Gedanken zu machen. Und ich sag mal, wenn man jetzt da einmal in die letzten ein, zwei Monate bei dem Report reinguckt, dann wird zumindest mal attestiert, dass in den letzten, also nach den Rekordhochs, auf jeden Fall in den letzten zwei, drei Wochen auf jeden Fall eine Reduktion und eine leichte Konsolidierung des Goldpreises stattgefunden hat. Wenn man aber natürlich jetzt gerade in den letzten Tage reinguckt oder letzte Woche reinguckt, eigentlich schon wieder eine ordentliche Steigerung stattgefunden hat. Ursächlich machen die Kollegen von ProAurum das mit sogenannter sinkender geopolitischen Sorgen. Da mache ich jetzt mal persönlich ein ganz großes Fragezeichen und Ausrufezeichen dran in der Form, weil ich wüsste jetzt nicht, wo die Sorgen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen irgendwie kleiner geworden sind. Also meine wären tendenziell eher größer, wenn man sieht, wie die Kriegsrasselei zwischen den ganzen NATO und ich sage mal sonstigen Ländern der Welt immer stärker wird und wie viele Krisenherde wir mittlerweile haben. Da ist das dann schon wirklich beängstigend, beziehungsweise ich dachte zumindest immer mal, wir sind über diese Phase in unserer Menschheitsgeschichte mal irgendwann hinaus, aber ich glaube, das wird gerade wieder richtig schlimm. Wenn ich aber einfach nochmal auf das Thema ProAurum gehe, da werden dann natürlich auch das Thema im Goldpreis, die Relation zu den Zinsen mit immer erwähnt, dass natürlich aktuell von dem ursprünglich mal erwarteten Zinssenkungstrend natürlich jetzt momentan nicht mehr ganz so viel zu sehen ist, beziehungsweise es geht eher gerade nach rechts, beziehungsweise stagniert gerade. Es gab sogar leichte Zinserhöhungen in Summe, zumindest wenn es um die Baufinanzierung geht in der Form. Und hinzu kommt noch, dass die Zentralbanken mehr oder weniger nur noch zwei statt drei Schritte der Zinsanpassung planen bis in den Herbst, sodass vom Prinzip davon ausgegangen wird, dass erst im Herbst die Zinsen wieder niedriger sein werden als jetzt, was natürlich ein Stück weit erst mal eine andere Entwicklung war und ist, wie zumindest viele das angenommen haben. Wenn es in Richtung Gold geht, und da sind wir natürlich dann wieder bei dem eigentlichen Thema, ist es natürlich so, dass eine gewisse Korrelation dazu besteht, wenn die Zinsen hoch sind, ist im Normalfall immer damit ein Druck auf den Goldpreis da. Aber ich sage mal, faktisch ist einfach mal die innere Stärke von dem Gold ist enorm groß und vor allen Dingen China bzw. Asien kauft halt gigantisch zu. Und da redet man nicht nur über China, sondern auch über andere Länder, wie jetzt mal Indien oder Singapur, Hongkong oder sowas, die zukaufen. Selbst Japan hat, glaube ich, zugekauft laut dem Report. Und das ist natürlich dann so, dass in der Relation Asien massiv zukauft und im gleichen Zug aber die Frage sich stellt, wer sind denn die Verkäufer? Und die Verkäufer sind auf jeden Fall Amerika und Europa, die zumindest mal laut den Reports einmal, glaube ich, um die 60 Tonnen in den USA beziehungsweise 80 oder über 80 Tonnen in Europa verkauft worden sind, die dann vom Prinzip her nahezu komplett fast in Richtung Asien gewandert sind. Spannend ist natürlich dann trotzdem immer, wie es begründet wird. Begründet wird es sehr häufig jetzt gerade, dass Fonds und ETFs bedingt durch diesen Anstieg Gewinnmitnahmen realisieren wollen. Fragezeichen, ob das so ist. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt persönlich gar nicht beurteilen und will es auch gar nicht beurteilen. Ist aber trotzdem, wenn man den Langfristtrend anschaut, schon ein ziemlich spannendes Thema. Spannend ist auf jeden Fall, dass auch einer der schillerndsten Figuren im Hedgefonds-Business, der Ray Dalio, auch da zitiert worden ist, dass er Gold besitze, vor allem als Absicherung gegen Inflation und eine mögliche Schuldenkrise. Und das ist dann schon immer ganz spannend, wenn Menschen, die als Hedgefonds-Manager, als Banker ganz nah an diesem Business dran sind, durchaus immer wieder von Inflation und von Schuldenkrisen reden. Rein faktisch ist das natürlich was, was gigantisch uns treibt in der Form und unter dem Aspekt
glaube ich, da durchaus weniger den Propheten, die von der Senkung ausgehen, sondern vielmehr denen, die weiter steigende Kurse erwarten und Werte erwarten, weil natürlich logischerweise einerseits die Nachfrage von China groß ist, Punkt 2 nicht so viel gefördert werden kann, die Förderkosten mittlerweile bei über 1.500 Dollar pro Unze sind, bald vermutlich nicht mehr unter 2.000 Dollar pro Unze gefördert werden kann und sich dann natürlich die Frage stellt, welcher Produzent würde denn nahezu zu blöd sein, unter Wert oder unter Förderwert dann die Unze zu verkaufen. Also unter dem Aspekt sage ich jetzt mal, tun alle geopolitischen und Parameter aus meiner Sicht in Richtung Steigerung von den Werten gehen und das ist auch mein persönliche Einschätzung dazu, aber lasst mal gern eure Sichtweisen darauf in der Form. Ich glaube zumindest, dass wir ziemlich schnell und zeitnah bei 4.000, 5.000 Dollar pro Unze sein werden und der Weg natürlich dann auch weiter nach oben gehen wird. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal, René von dem Leichtgemacht. Tschüss.